keine Lust zu farmen? Dann hol dir jetzt Gold, Items, Accounts oder Leveling für dein Lieblings-MMO. No Work, Just Fun with Randy Run. Hi liebe Overwatch-Fans, ich begrüße euch zu unserem ersten MMO-Zone Plays of the Week. Ihr habt uns fleißig eure Play of the Games geschickt und Dangel und ich haben uns hingesetzt, die 5 besten rausgesucht und werden sie euch jetzt präsentieren und anschließend kommentieren. Wenn ihr euer Highlight nächste Woche in unserem Plays of the Week Video sehen wollt, dann nehmt es auf, ladet es auf YouTube hoch und kommentiert den Link unter dieses Video. Kommen wir aber nun direkt zum ersten Play of the Game für die Woche. Hier mal eine sehr klassische Reaper-Situation, die gekonnt ausgenutzt wird, würde ich sagen. Man portet sich zu den Gegnern, springt runter und zündet dann einfach das Ulti. Sehr schön auch noch im Abgang dann die Pharah gemacht und somit ein komplettes Team ausgelöscht. Was hätte man als gegnerisches Team besser machen können, Dangel? Ja, man sieht ja auch, er steht da bereits 10 Sekunden schon oben und hat sich einfach auf die nächste Säule geportet. Den hätte man eigentlich schon sehen müssen. Und der Reinhardt hätte eventuell sein Schild ein bisschen hochhalten können, das halt in der Luft noch sein Team schützt. Ansonsten halt schnell fokussen oder auch verteilter einfach stehen. Gut, auf jeden Fall sehr schönes Play of the Game. Kommen wir zum nächsten. Also ich als Widowmaker-Player muss auf jeden Fall sagen, dass gerade der erste Headshot auf den Reaper grandios reagiert war, ohne den das Play of the Game überhaupt nicht zustande gekommen wäre, denn hätte er verfehlt, hätte der Reaper auf jeden Fall die Widowmaker getötet. Danach kam dann der Roadhog, der schon low war. Anschließend kam der Mercy Res, dann der Headshot auf die Mercy war auch wunderschön. Und dann nochmal den Soldier, glaube ich, am Ende. Ja, vor allem der erste Reaper-Headshot war gut reagiert. Was man aber allerdings dann nicht vergessen darf, ist dann auf jeden Fall noch auf den Spot zu gehen, ihn noch einzunehmen. Sieht man oft, dass man eine Widowmaker und ein Hanzum-Team hat, die hinten stehen bleiben und nach respawnen einfach wieder gegnerische Team und es wird einfach nicht eingenommen. Gut, dann kommen wir zum dritten Play of the Game. Hier der Reinhardt trifft mit seinem Ulti 3 Leute auf dem Spot, was sehr gut ja, aussah auf jeden Fall, also sehr gut reagiert in dem Moment. Allerdings steht er dann kurz rum, wobei ich glaube, dass er chargen wollte und dann gemerkt hat, dass der Charge nicht ja, ready war, sondern auf Cooldown und hat sich dann dazu entschlossen, mit dem Hammer zuzuhauen. Ja, Dangel, wie macht man es normalerweise richtig mit einem Reinhardt? Ja, der Ulti auf die 3 Leute war schon gut. Das verursacht ja schon mal 50 Schaden an allen. Dann lagen sie schon so super, dass er direkt einen Feuerschlag hätte wirken können. Und das hätte ja nochmal 100 Schaden an allen gemacht. Und der anschließende Charge dann einfach am besten dann auf den Tank macht ja allen, die vom Charge getroffen werden, zusätzlich nochmal 50 Schaden. Das heißt, 200 HP Helden wären tot und der Held, der dann an, oder der Tank, der zum Beispiel an die Wand dann gedrückt wird, erhält nochmal zusätzlich 300 Schaden und somit wären die dann auch sofort tot gewesen, alle. Ja, gut, aber am Ende hat er den McCree dann nochmal mit dem Feuerschlag gemacht. Hätte er dann ja nicht gehabt, theoretisch. Hätte sich jemand anders drum kümmern müssen, beziehungsweise. Eventuell den dann mit dem Hammer umhauen. Genau. Dann kommen wir zum Play of the Game Nummer 4 für die Woche. Ja, hier ein Hanzo, der auf Reinhardt drauf schießt erstmal und dann einfach ohne was zu sehen sein Ulti setzt. Und damit, glaube ich, 3 Leute macht. Sehe ich das richtig?
Ja, drei Leute mit Ulti und später noch den Reinhard mit und dem dann den Streufall. chargenden Reinhard mit einem, genau, mit einem Streufall hinterher gekillt. Also gerade das Ulti war sehr schön, einfach ohne was zu sehen, reingehalten und ja, dann drei Leute damit gemacht. Also auf jeden Fall sehr beeindruckend. Da kann man nicht meckern, oder? Ja, gute Hanzo-Spieler wissen halt einfach schon, wo die Gegner ungefähr stehen. Sieht man hier gut. Normalerweise kann man ja einfach vorher einen Sonarpfeil schießen. Dann sieht man auch sie durch die Wand. Und dann wäre das auf jeden Fall um einiges leichter gewesen. Und der Streufall ist auch wieder sehr gut. Einfach direkt vor die Füße von Reinhard gesetzt, sodass alle gesplitterten Pfeile in ihn springen. Gut, dann kommen wir zu dem heutigen letzten Play of the Game. Ja, hier sieht man eine klassische Situation auf dem B-Spot von Hanamura als Soldier und man sieht ganz gut, wie die Gegner versuchen, den Spot einzunehmen. Der Soldier zündet sein Ulti und tötet damit drei Leute. Anschließend, was sehr beeindruckend ist, dreht er sich recht schnell zur Widowmaker nach rechts und gibt ihr die Granate, die Pulsgranate, glaube ich, Pulsbomb, nee, Pulsgranate. Ins Gesicht und ja, tötet sie dann anschließend noch mit ein paar Autoshots. Irgendwas, was die Gegner hätten dagegen machen können? Das nicht unbedingt. Vor allem ist auch gut die Wahl der Ziele, die er jetzt hier nimmt. Er tötet zuerst den Supporter, geht direkt auf Lucio, auch jetzt ein Zenyatta oder auch eine Tracer sind ein gutes Ziel, da die ja nur 150 Lebenspunkte haben. Da würde ich immer sofort drauf gehen. Und man darf auch nicht vergessen, halt während taktisches Visier aktiv ist, dass man auch immer noch seinen Rechtsklick, also die Helix-Rakete nutzen kann. Und die sollte ihr auch immer, wie jetzt hier im Video gesehen, auf die Füße wirken. Denn wenn ihr auch kurz neben dem Gegner schießt, wird er 80 Schaden erleiden. Ja, also vielleicht für Leute, die es nicht wissen, mit Soldier, wenn man das taktische Visier anhat, man schießt automatisch auf das, wo das Fadenkreuz am nächsten dran ist. Also nur mal so, da könnt ihr das auf jeden Fall auch lenken, deswegen dieses auf das Supporter gehen ist auf jeden Fall eine wichtige Sache. Ja, auch eine Mercy hat kaum eine Möglichkeit, im offenen Feld zu entkommen, die tötet ihr auch wirklich sehr schnell. Denkt auch daran, dass das taktische Visier auch keine Headshots verursacht, also es dauert schon einen kleinen Moment, bis die dann sterben. Gut, damit ist unser erstes Place of the Week Video zu Ende. Ich bedanke mich bei dir, Dangel, für die Analyse der Play of the Games. Ja, gerne wieder. Und bis nächste Woche dann. Good luck und have fun. Ciao.